Gucken wir uns als Beispiel zu dem, was ich eben gesagt habe, einen Integraloperator an. Soll t integrieren, dann gilt zum Beispiel für die Abbildung f, die z auf z Quadrat abbildet, also Schaubild Normalparabel, die eine stetige Funktion auf 0, 1 ist. Folgendes, und hier steht es jetzt einfach mal ganz sauber und abstrakt hingeschrieben: t bildet ab c0 nach c1. Die c0-Funktion, die vorgegebene ist, wie oben steht, f, was z auf z Quadrat abbildet. Und diese Funktion, die ganze Funktion, wird abgebildet auf z auf. Und jetzt ist halt die Frage, t soll ja integrieren, was kommt also raus? Natürlich die Abbildung, die z auf ein Drittel z durch 3 abbildet. Denn ein Drittel z durch 3 ist abgeleitet natürlich z Quadrat. Hier steht es einfach mal in der Abstraktion, wie das gemeint ist mit dem Operator. T bestimmt also eine Stammfunktion von f, was z nach z Quadrat abbildet. Und wir schreiben kurz tf und das dann von z als, wie wir es kennen, Integral über f in den Grenzen 0 bis z. Wenn man es einsetzt, sieht man, es ist genau das, was da oben steht. Jetzt wollen wir unseren ersten Beweis hier mal führen im Rahmen der Videoreihe. Der Integraloperator ist stetig. Das heißt, t ist in L C0 nach C1. Was müssen wir nachweisen? Einmal Stetigkeit und einmal Linearität. Die Linearität schenken wir uns, ist ganz einfach nachzurechnen. Wir kümmern uns hier um die Stetigkeit. Dazu ist die Ungleichung zu zeigen, die da unten steht, nämlich müssen so ein c größer 0 müsste eigentlich heißen, finden, sodass tf in der Norm c1 kleiner gleich cf in der Norm c0 gilt. Hier sieht man schon, wir haben gar nicht gesagt, welche Normen wir auf C1 und C0, also mit welcher Norm wir diese Räume ausstatten. Das machen wir folgend der Folie. Typischerweise, nicht immer, aber in unserem Rahmen hier, statten wir die Räume mit der Supremumsnorm aus. Unten steht direkt, wie es definiert ist. Also f C0 Norm ist dasselbe wie die f C1 Norm. Und zwar wollen wir darunter das Supremum über alle f und z verstehen, wobei z aus dem Raum kommt, der hinten in Klammern steht. Da steht es konkret. Wir werten also f aus an allen z aus dem Intervall oder aus dem Raum, der eben erlaubt ist, und nehmen den höchsten Betrag davon. Beziehungsweise, wenn der nicht existiert, dann das Supremum. Gut, jetzt können wir nachrechnen. Das ist nachzuweisen. Also Norm tf c1 kleiner gleich c Norm f c0. Hier steht es, die Rechnung. Wir gehen jeden einzelnen Schritt durch, um es zu verstehen. Gut, Norm tf c1 ist erstmal per Definition, jetzt haben wir gesagt, was wir unter dieser c1-Norm verstehen, das Supremum über alle z aus 0, 1 von Betrag tf von z. Tf von z haben wir aber eben gesagt, ist das Integral von 0 bis z über f von x dx. Jetzt kann man einfach nur den Betrag reinziehen ins Integral und dann kriegt man eben diese kleinen, das ist das Kleinergleich-Relation in der dritten Zeile. Jetzt kann man noch überlegen, dass man das f von x supprimiert, also Supremum von f von x nimmt, dann ist es nämlich eine Konstante, die kann man aus dem Integral rausziehen. Dann steht das Supremum über alle x aus dem Intervall 0z f von x Betrag. Und dann heißt es noch 0z dz, was ja z, 0z dx, was z ist. Dann steht also diese Ungleichung da. Gut, jetzt überlegt man sich, dass das, was da steht, maximiert wird oder supprimiert wird für z gleich 1 und dementsprechend erhalten wir dasselbe wie Supremum x01 Betrag f von x. Und das ist ja aber gerade wieder die C0-Norm von f per Definition, wie wir eben gesagt haben. Das heißt, wir haben so ein c gefunden, da steht es jetzt nicht konkret, aber natürlich ist c gleich 1, weil es genau die Ungleichung ist, die zu zeigen. Das heißt, mit c gleich 1, unabhängig von x, ist der Integraloperator beschränkt. Damit ist t in L C0 C1. Gucken wir uns was Ähnliches an, jetzt Differentialoperator gerade andersrum. T soll ableiten, nicht integrieren. Nehmen wir als Beispiel wieder z Quadrat, also die Abbildung, die z auf z Quadrat abbildet. Das ist eine stetig differenzierbare Abbildung. Ja, t soll jetzt Abbildung von c1 nach c0. Was ist die Ableitung von z Quadrat? 2z. Also bildet t die Abbildung f, die z auf z Quadrat abbildet, ab auf die Abbildung, die z auf 2z abbildet. T bestimmt also eine Ableitung von f, was z auf z Quadrat abbildet, und wir schreiben wie gewohnt einfach df nach dz für diesen Differentialoperator. Der ist im Gegensatz zum Integraloperator aber nicht stetig, also t ist nicht in L C1 nach C0. Das heißt, wir müssen gerade diese Beschränktheitsaussage verneinen und das nachweisen. Also, es gibt eben so eine Gegenbeispielfunktion, da unten habe ich es hingeschrieben, um dies zu zeigen, gibt es ein f in C1 als Gegenbeispiel. Es ist so zu finden, dass Betrag tf C0 gleich unendlich ist. Dann ist t unbeschränkt, also auch unstetig, nach unserer Charakterisierung. Gut, welches f wählt man? Wenn man ein bisschen rumguckt, dann kann man auf die Idee kommen, f von z gleich 1 durch z zu wählen. Gucken wir einfach, ob das ein Gegenbeispiel ist, ob das passt.
Erstmal ist klar, dass f in C1 ist. Klar, f ist stetig differenzierbar. 0 ist ja, wie wir sehen, nicht dabei. Die Klammer ist offen. Und dann ist es so ein Hyperbelast. Das passt also. Gut, jetzt rechnen wir einfach nach. Tf in der C0-Norm ist wieder per Definition geradezu Primum über z aus 0,1 von diesem Betrag Tf von z. Tf haben wir gesagt, schreiben wir als Df nach dz oder hier jetzt als f'. Supremum über Betrag f' ist auszuwerten. F ist 1 durch z, also ist f' minus 1 durch z Quadrat. Betrag genommen heißt, dass es minus wegfällt. Also müssen wir auswerten das Supremum über alle z0 in 0 bis 1 von 1 durch z Quadrat, was ja gleich, was einfach nicht existiert, was unendlich ist. Und damit ist es nachgewiesen, dass der Operator unbeschränkt ist. Also auch unstetig. Gucken wir uns noch ein drittes Beispiel an, nämlich den Multiplikationsoperator. Ja, der soll das Produkt liefern von f mit einer gegebenen Funktion g. Und g ist jetzt einfach vorgegeben als z auf 2z hoch 3. Das ist eine stetige Funktion in C0, in R. Und wir nehmen als Beispiel hier die Abbildung f, die z auf z Quadrat abbildet, die auch stetig ist. Und steht hier tg bildet C0 auf C0 ab, muss man uns erstmal überlegen, soll ja das Produkt liefern. F ist eine C0-Funktion, soll multipliziert werden mit einer C0-Funktion, liefert eine C0-Funktion, wie wir wissen. Das heißt, der Ausdruck passt schon mal. Und unten steht, was passiert? F, was z auf z Quadrat abbildet, wird über tg abgebildet auf die Abbildung, die z auf 2z hoch 5 abbildet. Der Grund ist, dass 2z hoch 3 mal z Quadrat eben 2z hoch 5 ist. Hier steht es mal konkret: tg bestimmt das Produkt von der Abbildung, die z nach z Quadrat abbildet, mit der Abbildung, die z auf 2z hoch 3 abbildet. Und wir schreiben natürlich wie gewohnt einfach f mal g oder f von z mal g von z, wenn wir noch den Input dazu schreiben. Der Multiplikationsoperator ist stetig, das heißt tg ist in L C0 nach C0. Das lernen wir jetzt hier. Der Nachweis geht ganz analog zu eben. Hier steht es nochmal, wie es geht. Es ist wieder so ein C zu finden, dass Betrag tgf C0 kleiner gleich C Betrag f C0 ist. Rechnen wir einfach aus. Die erste Zeile ist wieder die Definition von dieser C0-Norm. Das zweite gleiche Zeichen haben wir einfach nur, dass tgf diese Definition ersetzt durch f von z mal g von z. Dann kann man sich überlegen, dass das Supremum von einem Produkt, dass man das kriegt, indem man die Faktoren supprimiert und dann eben multipliziert. Und ja, da unten steht's. Supremum über alle z-Betrag fz ist ja gerade die C0-Norm in f. Und ja, die Konstante ist gegeben durch das Supremum z-Betrag g. Die existiert nicht immer. Die existiert für unser gegebenes g aber schon, denn g ist ja, wie wir sehen hier, 2z hoch 3. Und da existiert das Supremum auf dem Intervall 0, 1 natürlich. Ne? Das wäre, wenn man 1 einsetzt, 2. Also hier wäre c gleich 2. Im Allgemeinen ist es einfach, wie es hier steht, Supremum über alle z von Betrag g. Wir führen jetzt noch die Operatornorm ein. Wir statten den Raum Lx aus mit der Norm, die hier steht, nämlich t Lxy als Supremum über alle tx in der Norm y, wobei x aus dem Einheitsball kommt. Konkret, wir werten einfach alle tx aus in der y-Norm und lassen x aber nur aus der Einheitskugel kommen. Dann nehmen wir davon das Höchste, wenn es nicht existiert, das Supremum, und das ist dann unsere Norm auf dem Raum Lxy. Man ahnt es schon, wie gewohnt, dass wir, wenn wir den Raum Lxy mit dieser Norm ausstatten, wir einen vollständigen Raum kriegen. Wichtig ist aber dazu zu fordern, dass der Hinterraum, der Y-Raum, ein Banachraum ist, also vollständig. Gleichzeitig muss der vordere Raum kein Banachraum sein. Der muss nicht vollständig sein. Und trotzdem ist dann dieser Lxy-Raum vollständig. Das muss man sich merken. Also wir statten Lxy mit dieser Operatornorm aus. Und hier ein wichtiges Lemma: die Operatornorm ist die kleinste Zahl, die diese Ungleichung hier erfüllt. Betrag oder Norm Tx in der Y, im Y-Raum kleiner gleich Operatornormal x in der X-Norm. Und das sieht ein bisschen ähnlich aus zu dieser, zur Beschränktheitsnachweis, wie wir uns angeguckt haben, und das liefert auch folgende Folie. Man kriegt die Operatornorm automatisch mitgeliefert, wenn man einen Operator auf Beschränktheit prüft. Das war ja nochmal hier die Beschränktheit. Hier steht jetzt nochmal das mit der Operatornorm, und dann sieht man schon, wenn man vergleicht, sehr ähnlich. Dann ist nach dem Hilfssatz das kleinstmögliche c gleich der Operatornorm. Das heißt, die Nachweise, die wir eben geführt haben, führen auch alle zu den Operatornormen der jeweiligen Operatoren, die wir angeguckt haben. Zusammengefasst: Norm des Integraloperators ist 1, da war nämlich c gleich 1. Norm des Differentialoperators ist unendlich, weil wir gesehen haben, dass der Operator gar nicht beschränkt ist. Und Norm des Multiplikationsoperators ist das Supremum von diesem Betrag g. Haben wir gesagt, muss nicht immer existieren. Hier im Allgemeinen ist diese Norm auch die L-Unendlich-Norm. Das heißt, wenn g eben wesentlich beschränkt ist, dann ist der Multiplikationsoperator auch beschränkt, ansonsten eben nicht.